So, moin und peace, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück auf diesem YouTube-Channel. Wenn meine Frisur nicht ganz steht, entschuldigt mich dafür. Ich hatte gerade einen Helm auf und bin halt auch ein bisschen gerast. Und ja, genau. Habe im Keller schon viel gewerkelt. Und in dem Video soll es wieder um dieses Bike hier gehen. Wunderschön, hier ist Sonnenuntergang. Wunderbar. Genau. Heute soll es um dieses Bike in dem Video gehen. Und zwar, ja, ich habe halt, ja, da unten fahren einfach welche mit dem Fahrrad. Und ja, top auf jeden Fall, wie die da unten fahren. Komplett übers Feld. Ich kann das nur nicht. Ich weiß, dass ich das für euch nicht bis dahin zoomen kann. Ich weiß nicht, nee, ich kann es nicht zoomen. Nee, kann ich nicht, ich glaube nicht. Das wäre zu weit weg. Jo, genau. Welche Fehler ich gemacht habe, was ich dran gemacht habe, weil ich habe vieles ohne euch gemacht. Also ich habe wirklich vieles ohne euch gemacht. Ja, ich fange jetzt mal an, ganz einfach, ohne die Fehler. Die Fehler sage ich am Ende. Ich sage jetzt einfach mal das, was ich ohne euch gemacht habe, off cam. Tut mir leid. Ich schäme mich auch dafür, ganz ehrlich. Tut mir echt leid, dass ich das nicht mit euch gemacht habe, sondern einfach so gemacht habe. Aber ja, Bremsbeläge-Video, ich glaube, das weiß halt jeder dann schon eigentlich aus meinem Kanal oder auch aus anderen Kanälen, wie das geht. Fange ich als allererstes hier hinten an. Bremsbeläge habe ich hinten neu gemacht, hatten hinten noch 10%. Und die Felgen sind nicht schlecht und ich wollte deine Felgen absolut nicht zumuten, die alte Felgen von Vinora, die kaputt zu machen wegen alte Bremsbeläge. Da hatte ich keinen Bock drauf. Dann Reifen habe ich ja gemacht mit euch, wo wir die Felgen eingebaut haben. Ja, dann habe ich die Kette gemacht, vom Rost entfernt. Der hatte richtig, richtig dicken Rost drauf. Das Fahrrad stand auch länger draußen. Hatte Rost halt drauf, habe ich alles schön mit einer Drahtbürste und so abgemacht. Das ist richtig, richtig gut und sieht auch jetzt relativ gut aus, muss ich sagen. Ja, alles gut eingeölt. Das ist soweit alles gut. Also vom Kettenantrieb muss ich erstmal, da kommen wir nachher noch dazu, erstmal nichts Schlechtes sagen, was die Kette angeht oder was das hier vorne angeht. Ja. Dann als nächstes habe ich gebrauchte Pedale ran gemacht. Vom E-Bike-Projekt sind das die Pedale, die alten gewesen. Hatte ich noch übrig, statt rostige Pedale ranzumachen, muss ich nachher die Leute sagen. Und nachher vielleicht sogar extra die Leute dafür sagen, nee, ich nehme das Fahrrad nicht mit, nur weil es rostige Pedale hat. Hatte ich auch keinen Bock drauf. Dann tue ich lieber die drauf, weil die rostigen Pedale, nämlich Schwarzglanz-Spraydose, mache die wieder schwarz und dann haben die beim nächsten Fahrrad auch kein Problem mehr. Genau, die habe ich geändert. Schutzbleche habe ich ein bisschen mit Öl eingerieben, dass die gleichmäßig schwarz werden. Sieht auf jeden Fall auch wieder richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Also nichts dagegen. Die sehen richtig, richtig gut aus. So, dann habe ich mit euch im Instagram-Livestream diesen Vorbau gewechselt. Ich weiß, wenige waren dabei. Ich glaube, 3 Zuschauer oder sowas waren dabei, wo ich den Vorbau gewechselt habe. Dann habe ich noch einen Lenker dran gemacht von dem grünen Schlachter damals. Kann ich noch ein Bild einblenden. Habe ich den Lenker dran gemacht. Dann habe ich Ding, kann ich euch unten in den Kommentaren nochmal verlinken. Lenkergriffe dran gemacht. Ja, genau. Das habe ich soweit am Lenker alles gemacht. Ja, was habe ich noch gemacht? Felgen habe ich ja mit euch gemacht. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich muss gerade überlegen sogar. Trotz, dass ich die letzten 2 Tage an dem Fahrrad nur rumgeschraubt habe, das Fahrrad fertig gemacht habe, beziehungsweise ich, ja, mehr oder weniger einen Unfall hatte mit dem E-Bike, aber mir ist nichts passiert. Dem E-Bike auch nicht, aber dem Fahrradanhänger ist was passiert. Zum Glück nicht dem Kleinen, so viel wisst ihr schon mal. Bin ich eher mal, dass ich das jetzt schon sage. Ja,
egal. Frosch im Hals gerade gehabt. Okay, perfekt. Dank dir. Ja. Ständer habe ich hier. Ein klein wenig mit unter Bodenschutzanimals. Hält soweit auch ein bisschen. Fahrrad habe ich poliert. Wunderbar. Geputzt, gewaschen, poliert. Ja. Was ist das? Das müsste hier eigentlich rein, lol. So, perfekt. Habe ich gemacht. Alles auf Cam. Ich schäme mich. Ja, ich schäme mich. Ja. Wow, Mond. Seht ihr das? Da, Mond. Wow, komplett. Ja. Und ich finde auch den Lach, muss ich sagen, relativ schön. Und jetzt kommen wir zu den schlechten Dingen. Ich weiß, solche Dinger wie das hier, man sieht es halt, wenn man auf dem Fahrrad sitzt und mit dem Fahrrad fährt. Und auch wenn ich jetzt hier so stehe, sehe ich das immer noch ein klein wenig. Jetzt vielleicht ihr auf der Kamera nicht so. Aber wenn ich jetzt ganz weit, wenn ich jetzt so weit weggehe, dann sehe ich es halt nicht mehr. Und ja, gut. Kann man sich drüber ärgern, aber wie gesagt, ich muss halt auch sagen, das Fahrrad, es ist ein Kinderfahrrad, es ist, ja, Erwachsene können es auch fahren, sag ich mal so, mit was weiß ich, 40, wo in der Größe sind wie ich, können das natürlich auch fahren, gar nichts dagegen, aber ja, es ist halt eher für Junge, für so jemand wie ich eigentlich noch, oder halt auch für Jüngere noch, ja, ist halt so ein Fahrrad perfekt geeignet. Jeder hat auch nicht so viel Geld und kann sich jetzt ein neues 27 Zoll kaufen oder ein E-Bike kaufen oder sowas. Und deswegen unterstütze ich solche Leute auch und deswegen repariere ich auch solche Fahrräder, weil einfach nicht alle Leute Geld haben und alle Leute jetzt gerade mit Corona so gut dadurch kommen. Und deswegen gucke ich halt auch, dass die Leute relativ billige Fahrräder auch kriegen. Ja, ist halt so, ne? Und so bin ich halt auch und habe ich halt auch drauf Bock. Das ist genauso wie ein Autohaus zum Beispiel. Ja, ich werde jetzt keine Werbung machen, ich möchte ihn auch nicht beleidigen. Zalo Automobile, vielleicht kennen ein paar von euch den Typen oder beziehungsweise den. Ich finde ihn ja sehr nice, aber das Problem ist halt, er hat halt nur gute Autos, Neuwagenautos und will halt nur Geld dafür, ne? Und ich sage immer so, sowas, das kann man jetzt verkaufen für zwischen 45 bis 60 Euro, kann man es verkaufen und so werde ich es auch verkaufen. Natürlich, wenn mir einer 70 Euro gibt, ist es auch kein Ding, aber jetzt mir so ein, was weiß ich, ein Specialized oder was weiß ich, was für alles Marken gibt, für was weiß ich, 100, 200, 300, 400 Euro, weiß ich nicht. Da rentiert sich eigentlich auch so ein Fahrrad, ganz ehrlich. Ja, genau. Jetzt komme ich aber zu den schlechten Sachen. Und zwar, die Schaltung hinten geht sehr, sehr schwer. Also die ist überhaupt nicht leicht. Weiß ich noch nicht. Ich kann jetzt übrigens live gehen auf dem Reaction-Kanal und auf Pass-Performance-Kanal. Also ich werde wahrscheinlich öfters jetzt auch mal live gehen. Vor allem Wochenende. Ich denke mal, heute, ja, weiß ich noch nicht, ob ich heute noch live gehe. Vielleicht mache ich das heute noch mit euch. Also ihr werdet das Video am Samstag kriegen. Heute ist Donnerstag. Also werdet ihr den Livestream entweder schon gesehen haben oder schon verpasst haben. Oder der Livestream kommt erst am Samstag. Dann habt ihr gar nichts verpasst. Ja, genau. So sind die Dinge. Da werde ich nochmal gucken. Und wenn ich es halt nicht hinbekomme, dann muss es... Ja, ich habe es gerade gemerkt. Meine Kamera hat abgeschalten. Das werde ich mit euch im Livestream machen wahrscheinlich. Und wenn ich es nicht im Livestream mache, wenn ich es nicht hinbekomme, dann werde ich es halt lassen. Dann muss es halt der nächste Besitzer machen. Jo, genau. So ist mein Ding. Ansonsten, vorne die Schaltung funktioniert tadellos. Hinten die Schaltung geht sehr schwer. Keine Ahnung, was es damit zu tun hat. Ja, der Livestream, wenn er heute kommt, dann... Habt ihr den schon gesehen oder auch nicht? Oder habt ihr ihn verpasst? Genau. Ja. Sattel kann man sich auch beschweren drüber. Erstens mal sieht er eigentlich recht scheiße aus, aber ist Geschmackssache und der ist halt schon
Ne? Also er ist halt hart und muss jeder für sich wissen, ob er jetzt einen harten Sattel will oder nicht einen harten Sattel. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich sag, das Fahrrad, so wie es jetzt dasteht, kann locker noch 2 Jahre fahren. 2 Jahre, sag ich zu dem Fahrrad, keine Probleme. 2 Jahre fährt das Fahrrad ohne Probleme. Und nach 2 Jahren muss man halt dann gucken nach Bremsbeläge, nach halt Verschleißteilen wieder und sowas. Kette, wenn man die ab und zu ölt und sowas, das Fahrrad ab und zu mal putzt, dann kann man das Fahrrad locker, wenn man dann nach den Belägen in 2 Jahren nochmal guckt und sowas, kann man das Fahrrad locker noch 4 Jahre oder 5 Jahre fahren, ohne Probleme. Und ja, erst habe ich es eigentlich gedacht, ich kaufe es als Schlachter für Swinora, aber ja, es hat sich jetzt doch anders rausgestellt, war Schlachter wie Nora. Das Fahrrad ist zu schön, ganz ehrlich. Nur dass ich die Vorderradfelge habe und einen Sportlenker, warum soll ich das schlachten? Bringt mir doch auch nichts. Ganz ehrlich, ein anderer freut sich jetzt für 50 Euro. Ja, hat dann vielleicht ein schönes Fahrrad und ja, genau. Soweit war es das. Das Fahrrad steht zum Verkauf. Falls einer Interesse hat, vielleicht mache ich meinen eBay-Kleinanzeigen-Link rein. Vielleicht auch nicht. Ihr müsst einfach eBay-Kleinanzeigen reingucken nach der Marke. Ja. Genau. Dann danke ich euch fürs Zuschauen dieses Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, wenn euch das Video wirklich gut gefallen hat, wenn ihr weitere solche Videos hier von draußen sehen wollt, guckt auf dem Pass Performance Kanal vorbei, weil auf dem Pass Performance Kanal wird öfters mal von draußen was kommen. Aber ich habe geplant, auf dem Pass Performance Kanal mehr was von draußen zu machen. Aber, passt auf, das, was ich draußen machen möchte, ist mehr so fahren halt mit dem Fahrrad. Und ja, aber wie gesagt, das wird draußen mehr stattfinden und am 1.4. werde ich das erste Video haben. Und ja, je nachdem, ob ich vorm Donnerstag auf dem Reaction-Kanal noch live gehen kann, kommt drauf an. Muss ich gucken. Aber es kann durchaus möglich sein, dass ich da dann auch live gehe. Genau. Soweit war es das aus dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video, wie gesagt, gefallen. Lasst mir gerne ein Likechen da, ein Däumchen. Auch nochmal an alle die, wo sagen, die Abonnentenzahlen zählen. Ihr liegt falsch, beziehungsweise Abonnentenzahlen sind nur Zahlen. Das kommt für mich nicht drauf an. Die Däumchen kommen für mich drauf an. Wenn ich, wie ihr zum Beispiel immer 30 Däumchen habe, hilft mir das natürlich auch. Wenn ich natürlich 100 Abos habe und 10 Däumchen, bringt mir das gar nichts. Und ja, das, so viel sage ich immer, sind nur Zahlen, Aufrufzahlen, Däumchen sind wichtig. Und ja, lasst mir gerne ein Däumchen hoch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut es, weil schadet euch nicht. Aber wie gesagt, Abonnentenzahlen jucken mich nicht. Däumchen hoch, Abo rein und ciao!